Hallo, mein Name ist Martin Bartosch und ich möchte euch heute bei der richtigen Wahl eines Kindertennisschlägers aufklären. Schlägergrößen im Kids-Bereich gibt es von 432 mm bis 660 mm. Anders gesagt auch von 17 Zoll bis 26 Zoll, wobei man zum 26 Zoll Schläger auch Junior sagen kann. Die Kinderrackets kann man prinzipiell in 6 Kategorien einteilen. Wie gesagt, das ist der 17 Zoll Schläger und der 19 Zoll Schläger. Ich hätte hier zum Beispiel einmal einen 17 Zoll Schläger. 17 Zoll ist gedacht für 2 bis 3 Jahre, 19 Zoll ist gedacht für 2 bis 4 Jahre. Wir hätten dann schon den 21 Zoll Schläger, das wäre dann schon diese Länge, diese Größe von Schlägern. Die ist gedacht von 4 bis 6 Jahre und nächste Größe, ein 23 Zoll Schläger, der ist gedacht von 6 bis 8 Jahre. Das wäre dann schon dieses Exemplar und diese Länge. Nächste Größe wäre schon der 25 Zoll Schläger. Sieht man schon eine deutliche Steigerung der Länge und letztendlich dann auch der 26 Zoll Schläger oder auch Junior Schläger genannt. Das wäre dann dieses Modell hier. So. Worin unterscheiden sich diese Kinderschläger? Meistens im Material. Die meisten Kinderschläger bestehen aus Aluminium. Das ist so das Basismaterial. Es gibt dann von der Qualität her dieses sogenannte Graphit Composite Material. Das ist dann schon so eine Mischung aus Aluminium und auch Graphit Material, was dann schon von der Qualität her etwas besser ist, und man findet dann schon immer bei den 25 Zoll und 26 Zoll Schläger auch schon richtiges Graphit. Also diese Schläger sind dann schon oft, so wie dieses Modell, sind dann schon oft vom Material her so wie ein Erwachsenenschläger, nur halt noch auf Kindergröße runtergebrochen. Aber das natürlich dann vom Graphit her gesehen, von den Spieleigenschaften her schon deutliche höhere Qualität dann bietet. Abschließend kann man sagen, dass die richtige Wahl eines Kinderschlägers aus 3 Punkten besteht. Das ist erstens einmal das Alter des Kindes, das ist zweitens einmal die Spielstärke des Kindes, also das Leistungsniveau, und auch die Körpergröße. Also das sind diese 3 Parameter, die dann bei der richtigen Wahl eines dieser Kinderschlägers wichtig ist. Nun zur richtigen Wahl der Bälle. Es gibt im Kids-Bereich 3 Arten von Bälle. Das wäre mal ein Red Ball, das wäre ein Orange Ball und das wäre auch ein Green Ball. Bis 8 Jahre spielen die Kinder mit einem roten Ball auf dem Red Court mit den sogenannten 23 Zoll Schläger. Wäre dann genau dieses Modell hier. Kinder mit 9 Jahren spielen mit Orange Ball am Orange Court mit 25 Zoll Schläger. Wäre schon diese Größe hier. Und Kinder ab 10 bis 11 Jahre spielen am großen Feld im Prinzip, am Green Court mit einem grünen Ball und dann auch schon mit einem Junior Schläger. Also sprich schon die letzte Größe vom Erwachsenenschläger. Ja, vielleicht abschließend kann ich euch noch 3 persönliche Tipps mitgeben, was die Schlägerwahl betrifft. Erstens einmal, der Schläger muss den Kindern gefallen. Das Design ist natürlich auch wichtig, es ist die Qualität wichtig, aber auch das Design. Ein Kind möchte auf seinen Schläger stolz sein. Und ja, deswegen ist meistens das Design, die Farbe spielt bei den Kindern oft eine große Rolle. Das ist wichtig. Kann ich auch den Tipp geben, wenn ihr Bedenken habt, welchen Schläger ihr kaufen sollt oder besorgen sollt, fragt euren Coach, euren Trainer. Der kann das Leistungsniveau und das Alter wirklich gut abschätzen und kann euch da sicher tolle Tipps geben, dass dann zum richtigen Schläger gegriffen wird. Ja, und der letzte Punkt, achtet bitte auf die Bespannung.
die wird bei den Kindern noch selten reißen. Aber ihr solltet schauen, dass ihr zweimal im Jahr so eine Seite neu bespannt. Ich gebe euch den Tipp, einmal vom Winter, einmal vom Sommer. Das ist meistens mal genug. Und ja, auf diesem Wege wünsche ich euch viel Glück bei eurer Schlägerwahl und viel Spaß am Tenniscourt. Und sage Baba, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.